Es hat lange gedauert. Jahrelang wurde für diesen Augenblick geplant und gearbeitet. Die Auswilderung der Wisente im Kreis Siegen-Wittgenstein hat begonnen. Ein großes Aufgebot von Politikern, Journalisten und geladenen Gästen kam hierzu in die Wittgensteiner Wälder. Auch NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers verfolgte die Ankunft der ersten Tiere. Der dreijährige Jungbulle Eckner wurde zuerst in das Schaugehege entlassen. Gespannt wurden seine ersten Schritte auf Wittgensteiner Boden verfolgt. Eckner ist das erste von zunächst 9 Wisenten, die in einem Eingewöhnungsgehege auf das Leben in freier Wildbahn vorbereitet werden. Wanderer brauchen vor den bis zu 2 Meter großen Tieren keine Angst zu haben. Beim Anblick von Menschen suchen die Wisente das Weite. Auch Eckner nahm gleich reißaus, jedoch anders, als dass die Veranstalter das geplant hatten. Das kleine Schaugehege reichte dem Jungbullen offenbar nicht. Eckner zwängte sich durch den Zaun, der zu dieser Zeit nicht unter Strom stand. Seine Flucht endete jedoch wenig später. Das Tier wurde mit Hilfe eines Betäubungsgewehrs ruhiggestellt und konnte wohlbehalten in das Gehege zurückgebracht werden. Ministerpräsident Jürgen Rüttgers nahm den kurzen Fluchtversuch gelassen hin. Wir haben gesehen, dass der viel mehr sich bewegt hat, als alle vorhergesagt haben. Das heißt, er hat sich wahrscheinlich auch gefreut, dass er in seinem neuen Zuhause ist. Nach der ganzen Aufregung wurden die restlichen Tiere unter Ausschluss der Öffentlichkeit freigelassen. Die anschließende Pressekonferenz wurde moderiert von Dirk Glaser, dem Geschäftsführer der Südwestfalen-Agentur. Die anwesenden Politiker waren sich einig, das Wisent-Projekt ist eine große Chance für Südwestfalen. Die Wisente, die hier eine natürliche Heimat wiederbekommen können, sind, was das Artenschutzprojekt angeht, einmal im Vordergrund, auf der anderen Seite sind sie eindeutig auch ein Medium für die Wahrnehmung der Region, ein legitimes Medium.